Hallo, mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen Clicker Heroes 2. Hey Leute, da sind wir wieder mit ein bisschen Clicker Heroes 2. Ich bin immer noch so ein bisschen am, ja, am Feststecken. Kann man jetzt... Okay. Kann man jetzt nicht direkt sagen. Ich habe ja nur 9 Char gemacht gestern, habe ich erzählt. Habt ihr auch gesehen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich war gar nicht dabei, als ich das gemacht habe. Wir sind jetzt Level 3, sieht man ja, also Welt 3. Im Augenblick sieht der Skillbaum folgendermaßen aus. In etwa so. Ja. Okidoki. Da müssen wir dann mal schauen, wie das denn jetzt läuft. Da bin ich noch nicht ganz so sicher darüber. Weil aktuell ist es relativ easy. Das geht halt recht gut voran, an für sich, sag ich mal. Der Rest wird sich dann zeigen, ganz einfach. Wir werden dann das immer weiter ausbauen, 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 ist ja ganz klar. Und dann, ja, gucken wir einfach mal, was daraus wird. Ich verstehe nicht. Es gab ein kleines Update. Ja, irgendein Mini-Patch, sag ich mal, um irgendwas zu fixen. Wir haben keine Angriffssounds mehr. Jetzt schon. Jetzt wieder nicht. Das ist echt eigenartig. Keine Ahnung. Wer weiß, was sie da kaputt gemacht haben. Ach, liebe Entwickler, wirklich. Das ist immer echt witzig mit euch. Dann funktioniert irgendwas wieder nicht und... Wir haben irgendwas gefixt, garantiert. Irgendwelche Fehler oder was weiß ich, ne? Und jetzt ist es einfach wieder kaputt und ich habe nicht aufgepasst. Schön. Das ist ja schön. Ja, toll. Kann ich jetzt voll vergessen. Jetzt müssen wir das im Grunde hier mit Klicks und so weiter machen, um hier weiterzukommen. Ach, schon ein bisschen nervig, wenn die Sounds jetzt nicht gehen, ne? Finde ich eigentlich gar nicht witzig, muss ich gestehen. Das ist auch bloß alles normal, ne? Bloß halt, dass die Itemkosten höher sind. Oh Mann. Naja, der nächste Plan ist es jetzt. Nicht hier, sondern hier. Ich gehe jetzt, glaube ich, hier runter. Klack, 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 klack. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier. Clickstorm mitnehmen. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Gucken. Hier runter, irgendwie hier runter. Den hier auf jeden Fall mitnehmen. Klack, 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 klack. Und hier. So war der Plan aktuell. Müssen wir mal gucken, ob sich das so rentiert. Wie ich das gerne hätte. Das werden wir dann sehen einfach. Eigentlich ist es Quatsch, auf Clickstorm-Reduktion zu gehen, wenn wir das ersetzen mit ClickTorrent, aber... Ja, das geht schon. Wie gesagt, das ist ja auch nur so lange, bis wir endlich resetten können, falls es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Da müssen wir einfach mal gucken. Bam, 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 bam. Tja, 20 Minuten labern, so wie gestern, ohne Audio. Also zumindest ohne... die Sounds vom Angreifen. Es kann auch sein, dass das Spiel nicht richtig geladen ist. Irgendwie, ich weiß auch nicht, warum nicht richtig funktioniert. Aber ich gehe mal davon aus, dass das irgendeinen anderen Grund hat. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Frischkanal-Spiel nicht funktioniert. Was nicht zwingend heißt, dass das nicht auch so sein kann. Ne? Das ist immer ein Problem. Das war es leider schon immer. Also ich nehme nicht hier, sondern allgemein. Es kann ja häufig mal passieren, dass einfach irgendwas nicht richtig geladen ist. Müssen wir dann halt irgendwie hinbekommen. So, WoW ging ja gestern los. Also heute, morgen. Bin auch immer noch ziemlich müde. Ich habe bis 2, halb 3 gepennt, würde ich gerade sagen, gespielt. Es ist jetzt 8.48 Uhr. Aber naja, das macht man nicht für die Sucht. Gut, ganz so schlimm ist das auch nicht, aber... Ist schon cool bis jetzt. Schon okay. Mal gucken, was das Addon so bringt. Ich werde auf jeden Fall erst mal auch leveln und meine Berufe vollskillen und so weiter. Dann werden wir sehen, wie das abgeht. Ob es abgeht oder ob nicht. So, jetzt aber hier. Unser Haste ist halt ziemlich hoch, dadurch ist unser ganzer Kram schon ziemlich schnell und so. Wir starten im Prinzip relativ hoch schon, wenn man sieht, ja. Wie man sieht, nicht wenn man sieht.
Total Energy ist da in dem Fall gar nicht mal so blöde. Nächste ist weitere Haste. Auch nicht so schlecht. Mana Rack wäre ein bisschen gut, damit wir ein bisschen mehr Mana haben eben. Damit können wir den ganzen Kram hier ein bisschen häufiger machen. So, das hier, das. Das, das. Noch mehr Haste, noch mehr Haste. So. Dann zeig mal, was du kannst hier. Komm schon, brauch noch 1 Mana. Ah, bis dahin ist das leer, bis ich das Mana hab. Ah, jetzt habe ich das Mana, wie ist das? Brauche ich das auch nicht mehr. Ne, halt das nicht. Das Gute ist, unser Attack Speed ist schon relativ hoch. Dadurch können wir relativ gut Mana Energie regen, wie man sehen kann. Und mit so One-Hitten, okay, lol. Mit so 2-3 Hits einen Mob zu töten ist okay, damit kann man, wie gesagt, schnell Mana regen und so weiter und ist eigentlich ganz praktisch. Blink. So. Ich frage mich, wenn nur 008 rauskommt, was noch mit drin sein wird. Außer eben, dass man ein paar, die Nodes resetten kann eventuell und so weiter. Das würde mich mal sehr, sehr interessieren tatsächlich. So. Bam, 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 bam. Pow. So, dann können wir jetzt theoretisch mal den Automator wieder anmachen. Mal ein bisschen skillen und dann können wir jetzt nicht skillen, weil wir keine Dings haben. Jetzt haben wir keine Moneten. Monetas. No Monetas. Können ja mal ein bisschen klicken, damit es schneller geht, ne? Das ist halt im Augenblick das einzige Problem. Wir haben nie Energie für irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Um ehrlich zu sein. Das heißt, ich darf jetzt nachher noch schön noch nachgucken. 6. Minute, 7. Minute. Zwischen 6.40 und 7.30. Jetzt muss ich kurz überlegen. Kann er hier beide Hastes mitnehmen? Beide Hastes. So. Ich habe den Bonus nicht gesehen, so wie den hier auch nicht. Und schon sind wir wieder voll dabei. Wir gehen auf Crit. Das ist nämlich dann das nächste Ziel. Ich werde wahrscheinlich mal eine Kombination mit Crit machen. Ich weiß noch nicht genau wie. Aber das wird sich dann zeigen, gehe ich mal von aus. So, jetzt regt man noch ein bisschen Energie. Boom, tot. Boom, tot. Man sieht sich dann, ne? Automator kurz aus. Dann will ich mal unseren Dings wieder anwerfen hier. Den Newton alten Clickstorm. Es tut mir immer noch sorry, dass wir jetzt Filler gucken müsst. Ich meine, so richtig losgehen wird es dann erst, wenn das Spiel veröffentlicht ist. Ja, oder zumindest, dass man ein bisschen weiter ist. Wie sie ja geschrieben haben, es kann passieren, dass Speicherungen einfach nicht mehr funktionieren dann. Das heißt, es wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr stark passieren. Gehe ich mal von aus. So, das heißt ja nur noch skillen, skillen, skillen. Wir haben jetzt schon 6,11 Klicks, also 6 Klicks auf jeden Fall. Obwohl ich nicht sehen kann, dass da 6 Klicks die Sekunde sind irgendwie. Kaputt. Aber durch die hohe Haste, wie gesagt, kann man dann jetzt relativ gut rechnen und ich kann jetzt andauernd im Grunde den Skill anmachen, weil der ist super schnell wieder ready. Mittlerweile. Ne, verguckt. Ich dachte, da ist ein Pylon. Es ist ein bisschen sneaky mit diesen gelben kleinen. Wie heißen die Dinger hier? Pilzen oder was das da sind. Mal genau hingucken, ob da Gold liegt oder eben nicht.
So, Bonus. Was sagen eigentlich unsere Werte genau aus? Also unser Klickschaden ist fast genauso hoch wie unser normaler Schaden, das ist schon mal sehr witzig. Global Cooldown ist genau bei einer Sekunde, das ist doch okay. Ist eigentlich für den Automator Jens passend. Der liftet halt Jens genau durch. Meines Erachtens nach, Haste wird mehr. Okay, okay, okay. Das ist alles. Ein bisschen mehr Gold. Charger Chest Chance, okay. Crit, Crit gehen wir jetzt ein bisschen drauf. Ja, 10% Klickschaden, ja. Wuhu. Und so weiter, bla bla bla. Geh da jetzt nicht weiter drauf ein. Ich wollte nur mal kurz rein Luki Luki machen. Und ja, die haben rein Luki Luki gemacht. Da draußen war irgend so ein Bagger oder so, der hat irgendwas gemacht. Keine Ahnung was, heute ist Dienstag. Müll haben Müll abgeholt wahrscheinlich. Mit einem nervigen Tröd von vorne rein. Sehr schön. Das heißt, wenn das noch bis Freitag dauert, dann haben wir noch Mittwoch, Donnerstag, wo wir eventuell eine Schrottfolge machen. So wie jetzt im Endeffekt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist bis dahin auch schon so, dass sie sagen, hey, wir machen jetzt mal hier so eine Sache. Wir machen hier mal so eine Sache. Pip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 
Das ist ja ein Skill und ich nehme mal an, dass immer, wenn du dann klickst, du automatisch... Wie soll ich... Mann, wie soll ich sagen? Automatisch... nicht Auto-Attacks. Automatisch nicht Auto-Attacks. Oh Gott. Gift of Kronos. Managize. Wenn man das hinkriegen würde, dass man Loot Mana bekommt, könnte man halt auf Mana umsteigen, aber nee. Das Thema hatten wir letztes Mal schon. Das ist nicht so gut gelaufen, beziehungsweise war nicht nötig. Dann kamen ja auch die Guilds und so weiter. Wie gesagt, ich hätte sie irgendwie anders gemacht, auf jeden Fall. Aber naja, wir schauen einfach mal, wie es sich entwickelt. Vielleicht ändern sie das System nochmal komplett. Wenn es den Leuten überhaupt nicht gefällt, zum Beispiel. Das obliegt ja denen, ja. Sie sagen, okay, nö, das ist mir zu blöd. Die Leute mögen es nicht, dann kann man es immer noch ändern. Die gehen ja stark darauf ein, gehe ich mal von aus. Weil die Verrückten haben mir auch geschrieben, jetzt muss ich mal fragen, seid ihr eine Person oder mehrere? Bist du eine Person oder seid ihr mehrere? Das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, vor 1000 Jahren mal irgendwann. Ich weiß es nicht mehr, deswegen frage ich lieber. Dass man, weil ich ja gesagt habe, man kann da nichts dran ändern, dass das nicht stimmt. Ja, auch die Aussage ist, sag mal, 50-50. Klar, wenn man sagt, jetzt, wenn man sich viel beschwert, dann machen sie auch viel Fehl dran, sicherlich. Aber wenn es jetzt eine Sache gibt, die man nicht mag, und man ist da irgendwie so 10% der Leute oder so, oder vielleicht 5%, weiß nicht, ob sie dann großartig da was machen. Ne? Ist halt, kommt halt immer drauf an, ne? Wie die ticken, die Leute. Aber natürlich hören die dann auch darauf, wenn man, wenn einem irgendwas nicht gefällt und dann große Ansammlungen sind an Leute, dass die dann auch sagen, okay, gut, dann machen wir jetzt was dran, weil die haben da 30 Euro für bezahlt, 30 Dollar in dem Fall. Da müssen wir was machen. Ganz klare Sache. Also habt ihr da in der Hinsicht natürlich recht. Ganz einfach. So. Das hier noch, da gibt's Energie. Haben wir gleich mal ein bisschen was für einen zweiten Durchlauf hier, war ein Doppeldurchlauf. Da gibt's noch Mana, die wir kaufen können. Wir machen das mal. Dann skillen wir mal direkt hoch. Gucken, ob wir hier noch ein bisschen was auf die Dings kriegen. Automator aus, wollte ich mal sagen, ne? Oder hab ich den jetzt angemacht? Angemacht. Dann können wir zumindest drei Durchläufe halten. Was echt low ist eigentlich, ja. Haben ja ein paar Rubies, die sind ja jetzt echt nicht so teuer. So, dann näht der Rest direkt bis dahin. Schauen wir einfach mal, wie weit uns das jetzt hier bringen wird. Komm schon, lass uns Damage machen. Komm schon, lass uns Damage machen. Und wir verbrauchen viel zu viel Energie, da können wir nichts dagegen tun. 10% mehr Goldpiles. Warten wir einfach, bis das wieder ready ist und machen dann damit weiter. Das ist halt das Schöne daran, ne? Das geht halt super easy eigentlich. An für sich. Bis wir den Torrent haben. Ich weiß ja nicht, ob der sich davon beeinflussen lässt. Von den ganzen Sachen, die wir dafür geskillt haben schon. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich würde mal sagen, der hat dann seine eigene Cooldown. Schauen wir einfach mal, was da auf uns zukommt damit. Aber gut, ich würde sagen, wir haben erstmal einiges gemacht heute. Es ist nicht schön, wie ich ja schon mal tausendmal sagte. Können wir jetzt halt auch im Augenblick nicht wirklich ändern. Wie ich auch schon tausendmal gesagt habe. Aber naja. Dann würde ich ganz simpel sagen, das war's für heute. Ende der Kommunikation. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen.
Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet und was man vielleicht verändern oder verbessern könnte. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.